Skuldies ohne Unterstützung sammeln ist auch langweilig. Hast du eine Skuldie einstecken? Ich sehe es doch krabbeln in deiner Hose. So. Meint ihr, in den Krügen sind welche? Nee, ne? Hoffe nicht. Tja. Ich glaube, wir hatten hier schon mal eine Skuldie, ne? Hier gab es, glaube ich, schon mal eine. Ein Jahr arbeite ich nun da schon. Krass. Ja, die Zeit geht echt halt immer schnell rum, ne? Das ist unglaublich. Mir gefällt dein Video. Mir gefällt heute das Video, dass du wieder weitermachst. Finde ich okay, dass du heute ein Video machst. Da oben, guck mal. Da ist eine Schatzkiste. Aber wie komme ich denn da hin? Wir haben gerade gemerkt, als Erwachsener kommen wir da nicht hin. Als Erwachsener ist die Schatzkiste nicht da. Wie soll ich da hinkommen? Stimmt zwar, Benjamin, aber ich glaube, da gibt es nicht so richtig für diesen Hack hier Infos. Leider. Wie soll man denn da hinkommen? Hallo Kevin, was geht? Schön, dass du da bist. Man kann sich, glaube ich, durch den Sora-König glitschen. Weißt du, wie es geht? Wenn man richtig abspringt, geht's vielleicht irgendwie. Ob da in der Schatztruhe wohl das letzte Herz da drin ist? Meinst du in der kleinen Schatzkiste? Ah, kann sein. Na toll. Ich schaff's mich ja nicht mal an Rudo vorbei zu klitschen und die ist nicht so dick. Mann! Hab das mal bei einem Speedrun gesehen, okay? Livestream geht, freue mich auch dabei zu sein. Super. Ja, keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Items-mäßig hätte ich da jetzt auch keine Idee. Und im Glitchen bin ich leider kein Profi. Vielleicht geht er nochmal ein Stück zur Seite, hä? Was meinst du? Jetzt ein Stück drüber? Ja, komm. Schade. Bumerang? Ja, aber was soll ich machen mit dem Bumerang? Als Kind kann ich leider nicht den Enterhaken benutzen. Geht nur als Erwachsener. Und als Erwachsener war die Truhe nicht da. Da stand da eine Fackel. Ja, wäre halt wirklich doof, wenn da jetzt das Herz da drin wäre, ne? Das letzte. Ah, meinst du eine unsichtbare Leiter? Warte mal. Das könnte natürlich sein. Leider auch nicht. Menno. Scheiße. Bam. Ja, ich weiß, es gibt so einen Glitch, dass man kann da irgendwie so einen Powerjump machen. Ich glaube, das ist irgendwie mit einer Bombe verbunden. Aber ich weiß leider auch gar nicht, wie das geht. Ne, mit dem Bumerang geht das leider nicht. Im Original ist da keine, stimmt. Aber es ist auch ganz knapp, ne? Man müsste irgendwie nur so ein bisschen die Sprungrichtung ändern. Dann wäre das alles ja auch gar kein Problem. Vielleicht einfach so ein bisschen seitlich hüpfen. Ja, vielleicht kann man hier so.
Ich bin überhaupt kein Freund vom Glitschen, ne? Na gut. Das lassen wir mal so stehen. Wir gucken jetzt erstmal weiter. Da könnte halt auch ein Skuldi-Symbol drin sein, ne? Schatzkisten sind ja auch Skuldi-Symbole manchmal drin. Mensch. Ich schau mal, ob ich online was dazu finde. Dankeschön. Super nett von dir. Ein bisschen, ja. Ein bisschen setzt es das voraus, weil wir haben schon öfter mal kleinere Glitches gemacht. So ganz komisch über eine Statue springen und so weiter. Ich meine, ich denke mal, zum Durchspielen, komplett jetzt durchspielen, brauchst du jetzt nicht unbedingt alles. Aber jetzt das komplett halber alles zu machen, kann halt sein, dass da irgendwie gefordert wird. Da scheint auch keine Skuldi zu sein, leider, Eva. Susanne. Oh Gott, was war das denn? Es ist gerade komplett der Stream weggebrochen. Und jetzt ist wieder da, die Verbindung. Ja, sorry Leute, es war jetzt einmal ganz kurz weg. Ungefähr 2 Sekunden oder 3. Aber jetzt müsste es wieder gehen, ne? Vielleicht nutzt mal Bombe, um den König abzuwerfen. Oh, ich höre eine. Wo war die? War ganz kurz, ja, sorry Leute. Da ist eine Skuldi, guckt mal. Nee, war ganz kurz weg. Es hat aber gerade das Spiel gelackt. Also ich weiß nicht, ob es jetzt am Spiel lag. So Leute, ich mache jetzt das erste Mal 5 Minuten. Für die Skuldi. Hätte ich vielleicht gar nicht gebraucht. Oh, hier kann ich gar nicht stehen. Hä? Kann ich auf die Flosse? Ich kann auf die Flosse. Naja. Ich kann... Ja gut, ich kann... Kann ich auf die Flosse jetzt oder nicht? Achso, die Minuten zählen dann, André. Mach das Rad, bitte. Ja, ich hab doch nicht gesagt, dass sie nicht zählen, oder? Ja, toll. Na toll, keine Schultertasten. Ja genau, geht leider als Kind nicht. Also Vogelscheuche geht vielleicht, aber ich kann nicht ranziehen. Ich zähle nicht mit heute. War auch bis jetzt heute nichts. Bin ich ehrlich, hab heute bis jetzt keinen Fehler gemacht. Jetzt hast du mich, Zelda, Junge. Nee, Quatsch. So, noch 12. Yay. So, wie sieht's denn aus? Yo, wir haben alle. Geil. Schön. Wieder ein Gebiet abgeschlossen. Ja. Death Mountain, Kakariko. Haben wir auch noch was zu tun. Und hier müssen wir halt auch noch hin. Kann sein, dass da als Kind noch was ist. Ach, Mann. Das nervt mich jetzt hier, diese Schatzkiste. Ich will diese Schatzkiste haben, Leute. Aber wie soll ich das machen? Ich habe die Schultertaste gerade benutzt. Sorry. Ja, keine Ahnung. Falls jemand was findet. In der Kiste sind nur Rubine drin. Hey, Ellerina, dankeschön. Wirklich? Und weißt du, wie man da rankommt normalerweise? Das ist gut zu wissen, dass da nur Rubine drin sind. Weil dann kann ich die auf jeden Fall stehen lassen. Und müsste man da echt glitschen, dass man da rankommt, oder gibt es da einen anderen Trick für? Vielen Dank erstmal dafür. Und schön, dass du da bist. Vielleicht musst du das mal probieren ohne Hasenmaske. Vielleicht bist du zu schnell. Achso. Ja, kann natürlich auch sein. Nee, leider nicht. Hatte mich selbst aus Versehen durchgeglitscht. Aus Versehen. Ups. Oh. Nur Rubine. Schade. Oh
Heute zählt nichts, mir egal. Okay. So. Nice. Da haben wir da jetzt auch alles Coolies. Das ist sehr, sehr schön. Kakariko? Wollen wir nach Kakariko gehen jetzt als Kind? Oder halt... Ey, komm, wir machen jetzt erstmal Wüste fertig. Ich hoffe, dass ich als Kind noch was in der Wüste finde. Das wäre toll. Und danke, wollt mal reinschauen, da ich ein riesen Zelda-Fan bin. Ich danke dir auch für den riesen Tipp, dass da noch Rubine drin sind. Das bedeutet nämlich, ich muss keine... kein Herzteil mehr suchen. Oder ich kann da schon mal abschließen, dass da kein Herzteil drin ist. Weil ich suche nämlich aktuell noch ein Herzteil. Du. Ich habe für meinen Neffen ein gutes Zeugnis. Was? Ich habe für meinen Neffen weiter ein gutes Zeugnis. Hat er gekriegt? Hat morgen vor mir zwei Lego-Spielsachen kennt. Was? In der Wüste sind nicht mehr viele zu finden. Aber als Kind müssten da doch noch irgendwie welche sein, oder? Als Erwachsener habe ich ja jetzt alles durchgesucht. Ich hoffe halt, dass er als Erwachsener nicht irgendwie hier in der Gerudo-Festung noch was drin ist. Da hat die jetzt schon gesagt, ich sollte nochmal reingucken, aber ich würde jetzt ungern nochmal die ganze Gerudo-Festung auf den Kopf stellen. Also die Festung an sich, hier der Dungeon. Das wäre echt hart. Ein Herzteil fehlt noch. Ein einziges, Leon. Da wurde mir auch schon gesagt, ich soll auf jeden Fall bei Darunia nochmal vorbeischauen. Weil, da gäbe es wohl ein Herzteil. Wurde mal in den Kommentaren gesagt vor ein paar Parts. Ja, da gibt es wohl ein Herzteil und das wird wohl oft vergessen. Und ich bin mir jetzt auch nicht sicher, haben wir Darunia Zayas Lied vorgespielt? Habt ihr da irgendwie Erinnerung dran, dass wir das schon mal gemacht haben? Ich bin mir gerade auch selber nicht sicher. Kennst du das Sprichwort, nur die Harten kommen in den Garten? Natürlich. Aber ich habe keinen Garten, also egal. So, schauen wir uns hier nochmal um. Schauen wir uns hier nochmal ganz genau um. So. Hast du auf der Ebene alle Löcher abgesucht? Ja, da ist schon... Achso, wegen Herzteil meinst du? Ich denke, da sind wir fertig auf der Ebene. Ich denke. Kann natürlich sein, ich habe irgendwo was übersehen, aber ich... Ich denke, ich hoffe. Ich denke und ich hoffe, dass wir alles haben. So. Hier können wir uns reinklitschen, ne? Wir suchen noch ein paar Skultis. Schaffst du das, Chris? Kennst du das Sprichwort? In der oder liegt die Kraft? Was? In der Ruhe liegt die Kraft, meinst du vielleicht? Ich bin ganz ruhig, ich bin ganz gechillt, keine Sorge. So, hab nicht ganz mitbekommen, wie viel du schon hast bei Soras Gebiet, aber da gibt's 8 Herzteile insgesamt. Ja. Bin ich mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher, wie viel ich da schon gesammelt habe. Also es fehlt halt, eins fehlt noch jetzt. Es kann halt überall sein, ganz ehrlich. Ich bin mir da jetzt auch nicht sicher, wo ich noch suchen soll. So, ich würde mir jetzt erstmal kurz das Huhn holen. Warte mal, wo war denn das? War hier ein Huhn? Ne, drüben war ein Huhn. Und dann würde ich mal da runterfliegen, oder? Wir fliegen jetzt mal kurz da runter. Oder gehen wir... Ne, wir gehen erst hin in die Festung rein. Das ist, glaube ich, besser. Weil da fehlt ja auch noch was. Ja, machen wir erst die Festung. Wenn wir da alles haben, dann fliegen wir da mit dem Huhn nochmal umher. Schlimm. Dass es jetzt an 12 Skultis mangelt. Waren jedenfalls maximal 2, die fehlen. Okay. Also, Kevin, ich habe hier oben die. Die habe ich gefunden. Du hattest mir ja nochmal einen Kommentar geschrieben. Und da oben die habe ich schon gefunden. Schau mal auf den Turm Richtung Wüste. Genau. Die habe ich schon gefunden. Ich glaube zumindest, dass du die meinst. Da war ich schon den Turm hoch und da konnte man da rüber springen und da war eine Skulti. Die habe ich schon mitgenommen. Also auf dem Turm war einer. So.
Die Frage ist, finden wir jetzt hier als Kind auch noch irgendwo welche? That's the question. Ihr erinnert euch auf jeden Fall, wir waren ja da oben. Und da war dieses merkwürdige Gebiet mit diesen Säulen. Die meinte ich, dann ist gut. Aber es fehlt halt trotzdem noch eine hier. Irgendwo fehlt hier noch was. Ich kann zu der Kiste leider nichts finden, aber als Kind in Soras Domain bei Nacht noch eine Skuldi. Da erinnere ich mich aber nicht, ob du die schon gesammelt hast. Ah, Lady Makoros, du warst gerade abwesend, glaube ich, oder? Hast gerade nicht zugehört, glaube ich, oder? Weil wir haben Soras Domain haben wir abgeschlossen. Und die liebe Ellerine hat gerade gesagt, dass in der Kiste wohl nur Rubine drin wären. Das heißt, wäre jetzt auch nicht so schlimm, wenn wir die nicht einsammeln können. In der Wüste sind auch noch welche, da wo du den Geist sehen kannst. Sie hat für dich im Internet wegen der Kiste gesucht. Genau, aber ich hatte gehofft, dass sie weiter zuguckt in der Zeit. Aber wahrscheinlich guckst du auf dem Handy, nehme ich mal an, ne? Genau, aber wir haben hier in der Haunted Wasteland. Das ist ja... Da gehört doch die Wüste mit dazu, oder? Oder? Was meint ihr? Das ist doch Wüste und quasi der Bereich von Dingenspups, ne? Nein? Gehört die Wüste hier mit dazu? Ich habe zwar weiter zugeschaut, aber nur mit einem Ohr. Ah, okay, alles klar. Gut. Okay, Susanne meint, Gerudo-Wüste gehört mit zur Gerudo-Festung. Das heißt, wir müssen als Erwachsene noch mal raus, ja? Theoretisch. Nein, ich will nicht mit dir reden. Weil... Okay, dann machen wir das dann später noch mal als Erwachsene. Gucken wir erstmal kurz, ob wir hier noch als Kind irgendwas reisen können. Ansonsten Kakariko, Brunnen, damit wir heute wenigstens überhaupt noch was schaffen, oder? Hier ist auch nicht mehr so viel los. Hey Ellerina, dankeschön. Danke für das Abo. Ja, ich würde sagen, wir gehen dann gleich erstmal Death Mountain und Kakariko fertig machen und nochmal in den Brunnen rein, damit wir überhaupt was beenden. Ich denke, das ist dann erstmal die bessere Lösung. Oh, schade, ich hätte echt gedacht, wir kommen besser voran hier. So. Naja gut. Dann als Erwachsener nochmal. Aber jetzt erstmal als Kind kurz hier drüben nochmal. Schwierig. Schwierig, schwierig. Ja, es ist halt, wenn es was im Internet leicht zu finden gäbe hierzu. Aber es gibt ja nicht wirklich ein Tutorial dazu, oder? Kennt jemand eine gute Seite hierfür als Tutorial für Goldquest? Ich glaube, ist schwierig zu finden, sowas. Oh, Kevin, dankeschön. Ich fühle mich geschmeichelt. So, gucken wir mal. Also ich würde sagen, wir fliegen mal ganz kurz mit dem Huhn darüber. Hier ist schon mal nichts drin. Und das Huhn sagt auch tschüss. Schade. Aber ich kann ja einfach jetzt so machen. Der Beste. Hey, dankeschön. Ach shit, geht nicht. Ich dachte, ich komme wieder hoch, aber nee, das ist ja so ein... Ja, das schaffe ich nicht.
Jo. Tja, blöd gelaufen. Oh. Ach Leute, hört doch auf. Danke. Okay. Wir gehen erstmal was anderes machen, würde ich sagen. Damit wir erstmal wieder kleine Erfolge verspüren, oder? Was meint ihr? Düm, 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 düm.